Der Titel des heutigen Vortrags lautet Das Nie-Genug-Syndrom und seine Überwindung. Mit anderen Worten, es geht um Vereinfachung, Verzicht oder Entsagung. Das Pali-Wort dafür ist Nekamma. Das Streben nach Glück und Zufriedenheit kommt nie aus der Mode. Es ist so alt und verbreitet wie die Menschheit. Und bei diesem Streben nach Glück steht immer diese Frage im Vordergrund. Was fehlt mir noch zum Glücklichsein? Das bedeutet, dass ich noch etwas brauche, um eben diesen Zustand des vollkommen Glücklichseins zu erreichen. Irgendwie fehlt da noch etwas. Ich brauche noch dies und das, noch ein feines Essen oder eine Gehaltserhöhung. Den Sechser im Lotto, den richtigen Partner oder einen trendigen Wintermantel oder einen Kinobesuch und noch einen Cappuccino und so weiter. In diesem Streben ums Glücklichsein geht es nie oder fast nie um diese Fragen. Was steht mir im Weg, um glücklich zu sein? Oder was verhindert mein Glück? Was kann ich loslassen? Oder wie kann ich mein Leben vereinfachen? Oder in welchen Bereichen des Lebens kann ich Mäßigung üben? Der Buddha ging dieser Frage nach, erkannte das Problem und er hatte einen radikalen Lösungsvorschlag. Und aufgrund seines großen Mitgefühls wollte er, dass auch wir glücklich und zufrieden leben können. Er wollte uns dieses Glück nicht vorenthalten. Wie gesagt, seine Vorschläge waren radikal und sind es immer noch. Sie gehen gegen den Strom. Heutzutage, mit der Werbung, wird uns dauernd vorgegaukelt, dass wir zum Glücklichsein noch dieses oder jenes brauchen oder haben müssen. Die Werbeindustrie ist da sehr, sehr geschickt, manchmal eben auch ziemlich fies. Greifen Sie zu, profitieren Sie von unserem Aktionsangebot 342. Greifen Sie jetzt zu, heute ist letzter Tag. Der Lösungsansatz des Buddha, der beinhaltet ein Umdenken. Also es ist ein komplett anderer Ansatz, wie Glück und Zufriedenheit erfahren werden können. Und dieses Umdenken setzt auf diesen Grundsatz an. Also es ist nicht mehr ist besser, sondern wenn ich mehr habe, dann bin ich glücklicher, sondern es ist weniger ist besser. Das Leben zu vereinfachen macht glücklicher. Oder sich auf das Wesentliche zu beschränken, macht glücklich und zufrieden. Und eben auch, es geht darum, dass wir das Glück am richtigen Ort suchen. Und dazu sagt die ehrwürdige Tenzin Palmo, die englische Nonne, die in der tibetisch-buddhistischen Tradition ordiniert ist, es ist eine der großen Lügen unserer Kultur, dass das Anhäufen von materiellem Reichtum zu größerem Glück führt. Das ist einfach nicht wahr. Wahres Glück liegt nicht im Verlangen und im Erfüllen aller unserer endlosen Wünsche. Es ist eine große Bürde, dieses Verlangen. Also, wo müssen wir ansetzen? Was schlug der Buddha vor? Wie gesagt, der Buddha hatte dieses Dilemma des Glücklichsein-Wollens und nicht wirklich Glücklichseins durchschaut. Und in seiner Darlegung der vier befreienden Wahrheiten, Isis hat vor kurzem darüber gesprochen, im Zusammenhang mit diesen vier befreienden Wahrheiten sagte der Buddha, ganz klar, dass eben Verlangen, Anhaften, Begehren, Gier die Wurzel des Problems ist.
Und er nannte das Tanha, dieser grundlegende Durst, zu wollen, dürsten nach diesem, nach jenem. Also eben alle Arten des Verlangens, des Wollens, des Anhaftens. Tanha, eben dieser grundlegende Durst, ist die Wurzel aller Unzufriedenheit, alles Leidhaften in unserem Leben. Und wie Isis auch dargelegt hat, wie der Buddha gesagt hatte, Tanha, dieses Verlangen, das Anhaften, das gründet auf dem Nichtwissen, auf dem grundlegenden Nichtwissen, wie die Dinge wirklich sind. Oder das gründet auf einer falschen Sichtweise. Verblendung, die uns zu einer falschen Sichtweise der Dinge führt. Und mit von der Partie in dieser verblendeten Sichtweise ist ein sehr starkes Ich oder Ego. Und dieses Ich oder Ego, das wähnt sich im Zentrum des Universums. Und dieses Ich, dieses Ego, will natürlich bevorzugt werden. Und es versucht sich, seine Umgebung immer so zu erschaffen, dass sie immer seinen Vorlieben entspricht. Jetzt in Bezug auf die Ursache von Dukkha, der Unzulänglichkeit, des Leidens, der Unzufriedenheit, da hatte der Buddha gesagt, dass wir diese Ursache aufgeben sollten, loslassen müssten. In einer seiner Lehrreden, die in der Samyutta Nikaya zu finden ist, formulierte er es so: Und was sind die Dinge, die aufgegeben werden sollten? Das Verlangen und das Nichtwissen sollten aufgegeben werden. Also, aufgeben oder loslassen heißt das Zauberwort. Aber irgendwie geht das den meisten Leuten gegen den Strich. Wie profitiere ich, wenn ich etwas aufgebe oder loslasse? Eben dieses Ich, das ja im Zentrum des Lebens steht und dieses Ich, das immer nach mehr dürstet. Aufgeben oder loslassen, das bedeutet auch für viele Menschen Verlust, also etwas zu verlieren, weniger haben oder zu kurz zu kommen. Aufgeben oder loslassen erscheint überhaupt nicht verlockend oder anspornend. Khandro Rinpoche ist eine weibliche Rinpoche. Die meisten Rinpoches sind männlich. Rinpoche sind hohe Inkarnationen in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Und eben, sie ist eine weibliche Rinpoche. Und sie sagte einmal, dass das westliche Publikum oder westliche Leute, die das Dhamma anhören, auf bestimmte Wörter wie auf Knopfdruck reagierten. Und sie sagte auch, es mache ihr Spaß, diese Worte auszusprechen und dann die Reaktion zu beobachten. Und eines dieser Worte sei aufgeben, ein anderes sei Verzicht. Und jeder zucke zusammen, wenn sie sagen, wir müssen Verzicht üben. Und die Leute würden dann sofort fragen, ja, auf was müssen wir verzichten? Was müssen wir aufgeben? Ja, Verzicht oder Mäßigung, das ist die Antwort auf dieses Nie-Genug-Syndrom. Verzicht, Mäßigung oder Entsagung, auf Pali ist das eben Nekamma. Es hat auch die Bedeutungen von Genügsamkeit, Einfachheit oder eben Vereinfachen, eben auch Verzicht, Entsagung, Mäßigung. Und Khandro Rinpoche sagte auch, dass Entsagung eines der Worte sei, das die Leute immer wieder zusammenzucken lasse. Nein, nur nicht entsagen. Weil für viele Menschen verheißt Entsagung ein freudloses und entbehrungsreiches Leben. Entsagen zu müssen oder entsagen zu sollen, das tönt wie eine selbst auferlegte Strafe.
und es tönt nach einem Leben ohne Freude und Lebenslust. Es tönt nach Verzicht auf die täglichen Annehmlichkeiten. Es tönt wie nach einem Leben, in dem man nichts mehr, ja wirklich gar nichts mehr genießen kann. Aber natürlich ist es das nicht. Zuerst sollten wir verstehen, dass dieses Entsagen oder Verzichten ein freiwilliges Entsagen oder Verzichten ist. Es ist also ein freiwilliges Zurück zur Einfachheit. Und das beruht auf der Erkenntnis, dass endloses oder übermäßiges Verlangen eben mehr Unzufriedenheit schafft, als dass es mich wirklich glücklicher und zufriedener macht. Mathieu Ricard, wir haben ihn schon einige Male angetroffen in Dhamma-Vorträgen, der französische Ex-Wissenschaftler und jetzige Mönch. Also er nennt dieses endlose Begehren das unermüdliche Streben nach dem Überflüssigen. Das freiwillige Verzichten geht auch einher mit dem Verständnis, dass wir nicht zu kurz kommen und dass wir uns damit nicht noch mehr Leid einbrocken. Wir verstehen, dass wir mit diesem freiwilligen Verzicht oder mit dieser Mäßigung, dass wir damit nur die Dinge aus dem Weg schaffen, die uns am vollständig Glücklichsein hindern. Das heißt also, wir vereinfachen unser Leben so, dass wir die leidbringenden Hindernisse aus dem Leben räumen, dass wir sie aufgeben, loslassen, und zwar eben freiwillig aufgeben und loslassen. Es geht also nicht darum, in Armut zu leben, sondern es geht vielmehr darum, mit Mäßigung zu leben. Und der französische Schriftsteller und Denker Pierre Rabhi, er umschreibt es so: beglückende Mäßigung. Ein schöner Ausdruck, der gefällt mir. Eine beglückende Mäßigung. Ja, wirklich, Verzicht und Einfachheit können so viel bringen, denn mit beglückender Mäßigung können wir uns von so vielen Ursachen der Unzufriedenheit, des Kummers oder von emotionalem Schmerz befreien. Und wenn wir uns davon befreien, dann entstehen Glück und Zufriedenheit und sie entstehen auf eine natürliche Art und Weise. Wir müssen das Schöne und das Gute nicht aufgeben. Der Buddha sagte nie, dass wir keine schönen Sonnenuntergänge mehr anschauen könnten. Er sagte nie, dass wir auf feines Essen verzichten müssten. Er sagte einfach mit Nachdruck und in aller Klarheit, dass das Verlangen danach leidhaft ist, also das übermäßige Wollen, noch einen schönen Sonnenuntergang oder das starke Verlangen, die Gier nach etwas, das wir gerne essen. Also darauf sollten wir verzichten, das sollten wir aufgeben. Oder eben die Anhaftung daran ist leidhaft. Solange Tanha, eben Verlangen, Anhaftung, Gier, solange Tanha im Spiel ist, führt das nie zum erwünschten Glück. Laut dem amerikanischen Sozialwissenschaftler Duane Elgin ist freiwillige Einfachheit eine Art zu leben, die nach außen einfacher und nach innen reicher ist. Ich habe es immer wieder erlebt, dass große Glücksmomente dann entstanden sind, wenn das Leben auf ganz einfache Dinge reduziert war. Zum Beispiel die sanfte Melodie einer Amsel oder einfach Brot und Käse in einer Alphütte zu essen, statt ein teures Fünfgang-Menü. Oder einen Busch blühender wilder Rosen in der kargen Berglandschaft von Ladakh zu
zu sehen. Oder ein liebevoller Blick meines Neffens. Ganz einfache Dinge. Früher war es noch üblich, einen Frühlingsputz zu machen. Meine Mutter putzte dann im Frühjahr auch die versteckten und hintersten Ecken ganz gründlich. Die Matratzen wurden nach draußen in die Sonne gebracht, die Teppiche über der Teppichstange geklopft. Und dieser Frühlingsputz ging dann auch einher mit einer Entrümpelung. Das heißt, die vielen Dinge, die nicht mehr gebraucht wurden, wurden entweder fortgeworfen oder zu kleine und aus der Mode gekommene Kleider, die landeten dann im Altkleidersammlungssack. Hin und wieder mache ich auch einen Frühlingsputz, nur dass er nicht notgedrungen im Frühling stattfindet. Und jedes Mal merke ich dann, wie wohltuend und erleichternd es ist, wenn all die ungebrauchten Dinge, wenn all die Dinge, die so viel Platz einnehmen, nicht mehr im Wege stehen. Gibt dann weniger Dinge zum Abstauben. Weniger Kleider, die im Kleiderschrank ein trostloses Dasein fristen. Oder weniger Schachteln mit so kleinen Andenken oder Nütelis, die ich denke, brauche ich sicher wieder einmal. Und ebenso sollten wir auch immer wieder mal unseren Geist entrümpeln. Wir sollten einfach alle die Dinge ausmisten, die dem Glück im Wege stehen. Einfach alle Hindernisse, alle Probleme hinauszuwerfen. Eben alles, was einem glücklichen, freudigen und zufriedenen Leben im Wege stehen. Diese Dinge entfernen. Delete. Löschen. Auf dem spirituellen Pfad müssen wir eigentlich nichts erreichen oder erlangen. Wir können einfach die Hindernisse, die Dinge entfernen, die der vollständigen Befreiung im Wege stehen. Im achtfachen Pfad heißt das zweite Glied rechte Gesinnung. Auf Pali ist es Samasankappa, kann auch als rechter Gedanke übersetzt werden oder rechte innere Haltung. Und diese rechte Gesinnung umfasst drei Aspekte. Der erste Aspekt ist die innere Haltung der Mäßigung oder der Entsagung, der Einfachheit. Und das ist das Gegenpol zu Verlangen, Begehren, Gier und Anhaften. Der zweite Aspekt ist die innere Haltung des Wohlwollens, der Freundlichkeit, der liebevollen Güte. Kennen wir, Metta. Und das ist der Gegenpol zu Aversion, Wut, Hass, Feindseligkeit. Und der dritte Aspekt der rechten Gesinnung ist die innere Haltung der Gewaltlosigkeit oder innere Haltung der Friedfertigkeit. Und das ist der Gegenpol zur Gewaltanwendung. Der Buddha unterteilte dieses Glied rechte Gesinnung auch noch in einen weltlichen und einen überweltlichen Aspekt. Und der Buddha sagte, rechte Gesinnung ist von zweierlei Art. Erstens, entsagende, hasslose und friedfertige Gesinnung. Das ist rechte Gesinnung, die zwar den Trieben noch ausgesetzt ist, die aber verdienstvoll ist und weltliche Früchte bringt. Dann zweitens, die rechte Gesinnung, die bei der Verwirklichung des befreienden Pfades entsteht. Sie gilt als die edle, triebfreie und überweltliche rechte Gesinnung. Es ist vor allem dieser erste Aspekt, also weltliche rechte Gesinnung, die für uns und unser Leben von Belang ist. Also eben der erste Aspekt, die weltliche rechte Gesinnung, da heißt es,
da ist die Person zwar noch den Trieben ausgesetzt, das heißt Gier, Verlangen und andere Geistestrübungen, die sind zwar noch da, aber man bemüht sich in rechter Gesinnung, in Entsagung, liebevoller Güte und Friedfertigkeit, und das bringt weltliche Früchte, hat positive Auswirkungen für unser Leben. Und wie gesagt, für uns und unser Leben ist dieser Aspekt von Belang, weil den können wir umsetzen, den können wir in unserem Leben praktizieren. Immer wieder können uns üben im Loslassen oder einfacher leben, Dinge aufgeben oder weggeben, uns mäßigen, genügsam sein. Damit können wir üben und wir können freudig üben. Und wenn wir es wirklich umsetzen in die Tat, dann können wir die Erleichterung und Freude des Loslassens, Aufgebens unmittelbar und sofort erleben, feststellen. Wir wollen ja sowieso sofortige Resultate, überall, allen Bereichen. Also da können wir sehen, wie das Dhamma sofort wirkt. Es wirkt sofort. Wir geben, lassen etwas los. Bringt Freude, Erleichterung. Es ist zweifellos einfacher, materielle Dinge loszulassen oder auszumisten. Einfacher, auf materielle Dinge zu verzichten und einfacher zu leben, mit Mäßigung zu leben. Einfachheit bringt auch Klarheit, bringt auch Übersicht. In welchen Bereichen könnten wir nun einfacher leben, uns mäßigen oder sogar auf etwas verzichten? Hier ein paar ausgewählte Beispiele. Wir könnten zum Beispiel auf die dritte Tasse Kaffee verzichten. Oder zum Zvieri könnten wir statt einen Schokoriegel einen Apfel essen. Oder wir könnten statt auf die Malediven zu fliegen, Ferien in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich machen. Oder wir könnten statt das Auto zu benutzen, den ÖV benutzen oder mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen. Oder wir könnten auf das Färben der Haare verzichten. Oder vielleicht mal einen Tag in der Woche ohne Internet. Einen halben Tag vielleicht. Oder so verstaubte Leckerware-Vasen, die man vor vielen Jahren mal in Thailand gekauft hat und jetzt auf dem Stubenbuffet sitzen und eben schon immer wieder verstauben oder abgestaubt werden müssen. Ja, wir können diese loslassen und weggeben. In meinen Jahren, als ich als Nonne lebte, buddhistische Nonne, da hatte ich einen kahlgeschorenen Kopf und sehr einfache Kleidung, also nur eine Art der Kleidung. Und ich fand das unsäglich erleichternd, auf Haare zu verzichten und all die verschiedenen Kleidungsstücke, die man als Laienperson so hat. Das war sehr einfach und ich schätzte das ungemein. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, dass eben Verzicht oder Mäßigung gar nicht so einfach ist. Wir hängen so an unseren lieben Dingen oder Gewohnheiten oder Sichtweisen. Braucht manchmal recht viel Entschlusskraft und Überwindung. Ich hing sehr an meinem Schwarztee und da hatte ich große Mühe, die Anhaftung ans Schwarzteetrinken aufzugeben. Ich probierte es immer wieder, den Konsum zu mäßigen, weniger zu trinken, gelang mir einfach nicht. Und bis mir dann eine Freundin sagte, dass, wenn man viel Schwarztee trinkt, die Aufnahme von Eisen im Blut erschwert wird, das half mir dann, vom Schwarztee wegzukommen. Weil ich hatte eher etwas einen
tiefen Eisenspiegel im Blut. Aber eben, wenn wir es dann mal schaffen, etwas aufzugeben oder loszulassen oder uns zu mäßigen, etwas zu vereinfachen, dann spüren wir die Freude und die Erleichterung. Und da spüren wir dann, dass es wirklich so eine Bürde ist, die auf unseren Schultern lastet. Und da spüren wir auch, dass das uns nicht wirklich glücklich macht oder zufrieden. Und wenn wir uns ja darin üben, dann ist das eben ganz wichtig in Bezug auf die ganze Dhamma-Praxis oder spirituelle Praxis. Das heißt, das Üben im Loslassen oder in Mäßigung, das wirkt eben der starken Kraft von Tanha entgegen, dieser starken Kraft des Wollens, noch mehr Wollens, Verlangen, Anhaften. Und wenn es uns also gelingt, immer wieder mal etwas loszulassen, uns etwas zu mäßigen, auf etwas zu verzichten, damit schwächen wir diese starke Kraft des Verlangens, die ja manchmal so eine wirklich hinterhältige Kraft ist und die eben nicht zum vermeintlichen, dauerhaften Glück führt. Sie führt oft zu einem temporären Glück, aber eben nicht ein dauerhaftes Glück. Gelek Rinpoche ist ein tibetischer Mönch und Lehrer und er gab einmal in Hongkong einen Vortrag. Und in diesem Vortrag sprach er über das Entsagen. Nach dem Vortrag ging ein Mann zu ihm und fragte, Rinpoche, muss ich meinem Rolls-Royce entsagen? Und die Antwort des Rinpoche war, und die muss ich jetzt in Englisch geben, weil dieses Wortspiel funktioniert nur in Englisch, geht nicht in Deutsch. Er sagte, as long as you drive the Rolls-Royce, it's okay. But if the Rolls-Royce starts to drive you, then you are in trouble. Also eben, es läuft darauf hinaus, falls die Anhaftung an den Rolls-Royce zu stark ist, wenn da eine Besessenheit mit dem Rolls-Royce da ist, dann führt das zu Schwierigkeiten. Die Lehre des Buddha wird auch immer wieder als einen stufenweisen Weg zur Befreiung umschrieben. Und für diesen stufenweisen Weg zur Befreiung gab der Buddha auch ganz konkrete Anweisungen, wie er umgesetzt werden kann. Also wie diese Stufen eine nach der anderen praktiziert werden kann. Und einmal ging ein Mann, Laie, zu einem Vortrag des Buddha und kam dann zurück und sagte zu seinen Kollegen, und der Erhabene gab mir eine stufenweise Belehrung über die Freigebigkeit, über Dana, die Tugend, Sila, die Himmelswelten, Daseinsbereiche. Und dann beleuchtete er die Hinfälligkeit der Sinnesbegierden und den Segen der Entsagung. Also als erste Stufe auf diesem stufenweisen Weg zur Befreiung wird die Freigebigkeit genannt. Das ist Dana. Weil auf dieser ersten Stufe, da geht es schon darum, eben das Loslassen zu üben. Diese Haltung des Loslassens. Dana, die Praxis der Großzügigkeit, ist wirklich eine wunderbare Übung, sich im Loslassen, im Weggeben, Aufgeben zu üben. Es ist so diese Bewegung, also mit der Hand, Loslassen, Weggeben. Und wie wir aus unserer eigenen Erfahrung wissen, geben, loslassen, schenken, das macht Freude, nicht wahr? Ist doch etwas Schönes. Und dieses äußere Geben, eben vor allem so materielle Dinge zu geben, das müssen wir immer wieder üben, damit der Geist und das Herz auch lernen, innere Dinge loszulassen. Also innere Dinge wie eben falsche Sichtweisen oder schädliche Gewohnheiten, die unheilsamen Emotionen
unheilsame Gedanken, Gedankenmuster. Dieses Loslassen oder Verzichten, Entsagen, sowohl das äußere Loslassen wie auch das innere Loslassen, es muss immer wieder geübt werden. Es muss immer wieder umgesetzt werden, damit wir uns eben eine neue, eine bessere Gewohnheit aneignen. Wegkommen von den schädlichen Gewohnheiten des Anhaftens, nicht loslassen wollens, zur Gewohnheit des Loslassens, nicht Anhaftens. Manchmal ergibt sich dieses Loslassen oder Verzichten oder Vereinfachen auch von selbst. Dann müssen wir es nicht aktiv umsetzen, sondern es geschieht auf eine natürliche Art und Weise. Zum Beispiel so, wie wenn ein reifer Apfel vom Baum fällt. Ich denke, als Teenager verzichteten wir ganz natürlich aufs Spielen im Sandkasten. Das mussten wir nicht aktiv aufgeben. Die höchste Entsagung besteht darin, unserer Selbstbezogenheit zu entsagen oder unserem auf sich selbst versessenen Geist zu entsagen. Und damit haben Mönche und Nonnen ebenso große Schwierigkeiten wie Laien. Nekamma, Mäßigung, Vereinfachung, Verzicht, Entsagen, das ist auch eine der 10 Vollkommenheiten der Paramis. Das sind positive und heilsame Eigenschaften, die uns helfen, die Stolpersteine auf dem Weg zur Befreiung aus dem Weg zu räumen. Um euch eine Idee zu geben, andere Vollkommenheiten oder Paramis sind Tugend, Großzügigkeit ist auch eine, oder Geduld, liebevolle Güte oder Bemühung. Nekamma, eben Verzicht, Entsagung, Mäßigung, Vereinfachung, das wird oft übersehen und fristet oft so ein Schattendasein, weil es eben vor allem für Leute im Westen kein attraktives Thema ist. Hier im Westen denken die Leute, oder sind die Leute auch freie Menschen, und sie wollen tun und lassen, wie ihnen der Sinn danach steht. Ja, die Leute wollen eigentlich alles. Sie wollen all die materiellen Dinge, sie wollen all die Annehmlichkeiten und sie wollen all die glücksverheißenden Abenteuer. Und dazu, wenn es dann Meditierende sind, wollen sie auch noch den absolut perfekt stillen Geist. Sie wollen die Ekstase der Vertiefungen und sie wollen Befreiung. Das heißt also, sie wollen der Pfeifer und Zweckli. Ein schweizerdeutscher Ausdruck. Der Pfeifer, das ist ein 5-Rappen-Stück, 5 Pfennige, und ein Weckli ist ein kleines Brötchen. Und vor vielen Jahren kostete ein kleines Brötchen noch 5 Rappen. Also eben, das bedeutet, die Leute wollen das 5-Rappen-Stück und das kleine Brötchen. Aber es geht nicht. Entweder hat man die 5 Rappen oder dann geht man in die Bäckerei und gibt die 5 Rappen her, damit man das Brötchen hat. Also eben beides, alles zu wollen und nicht etwas weggeben. Einmal wurde einer meiner burmesischen Lehrer gefragt, warum asiatische Leute häufig schnellere Fortschritte in der Meditation machen würden. Und der Sayadaw, der Lehrer, sagte, Westerners lack renunciation. Westlichen Menschen fehlt die Entsagung, fehlt der Verzicht, Mäßigung. Eben, viele Leute, vor allem hier im Westen, wollen sich auf keinen Fall einschränken. Sie wollen nicht einfacher leben als die anderen. Warum sollten sie sich dann mäßigen, wenn doch alles erhältlich ist? Doch in ihrer Verblendung sehen diese Leute eben nicht, dass sie auf diese Art und Weise nie aus dieser Spirale der Unzufriedenheit herauskommen werden.
Wie einfach wäre es doch, wenn wir einsehen, dass wir nur die Hindernisse aus dem Weg räumen müssten. Wenn wir verstehen würden, wie einfach wir so viele Ursachen des Leidens aus unserem Leben entfernen könnten. Und alles andere würde sich dann von selbst ergeben. Die zwei Vollkommenheiten, Nekamma und Karuna, also eben Verzicht und Mitgefühl, sie können auf folgende Art und Weise miteinander in Verbindung gebracht werden. Beginnen wir mit Karuna, Mitgefühl. Das Mitgefühl hat zwei Richtungen, nach außen und nach innen. Das Mitgefühl nach außen, das ist das Mitgefühl für andere Lebewesen. Und häufig bringen wir Mitgefühl damit in Verbindung. Irgendwie scheint es auch einfacher zu praktizieren, also Mitgefühl für andere Menschen, für andere Lebewesen, wenigstens für die meisten von uns. Aber eben, es gibt auch die Richtung nach innen, und wenn die Richtung des Mitgefühls nach innen weist, dann schauen wir auf uns selbst. Es ist also Mitgefühl für uns selbst. Und wie wir wissen, möchte das Mitgefühl das Leiden auflösen oder vermindern. Mitgefühl möchte auch die Ursachen des Leidens auflösen oder verhindern. Dann zu Nekamma, Verzicht, Entsagung, Mäßigung. Auch mit dieser Haltung des freiwilligen Verzichtes versuchen wir, uns von all dem abzuwenden, was zu Leid, Schmerz, Kummer oder Unzufriedenheit führt. Also freiwilliger Verzicht und uns auf das Wesentliche zu beschränken, das ist eine weise Art und Weise, uns selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Nekamma ist ein äußerst hilfreicher und praktischer Weg, mit dem wir uns um uns selbst kümmern können. Um uns selbst kümmern eben mit Mitgefühl, weil wir ja das Leiden überwinden möchten, weil wir ja das Leiden vermindern möchten. Viele Meditierende fragen immer wieder, wie man Befreiung oder Erleuchtung erlangen kann. Aber sehr wenige fragen, wenn überhaupt, wie man Entsagung lernen und üben kann. Wie gesagt, Entsagung, der Verzicht, Mäßigung, das ist nicht Entbehrung, sondern es ist vielmehr das Abwerfen von unnötigem Ballast, damit wir schneller an Höhe gewinnen. Oder es ist wie das Entfernen von Barrikaden und Hindernissen auf dem Weg zum Glücklichsein. So kommen wir bequemer, schneller ans Ziel. Auf etwas Glückbringendes zu verzichten, wäre einfacher, wenn wir vorher schon wüssten, damit wir damit etwas Besseres kriegen würden. Also ein noch besseres Glück. Ich denke, wir alle könnten einfach auf die Bonbons verzichten, wenn wir dafür einen Sack Gold kriegen würden. Im Dhammapada finden wir einen Vers, in dem der Buddha genau das ausgedrückt hatte. Und mit diesem Vers werde ich den Vortrag abschließen. Also der Buddha sagte, wenn sich durch Verzicht eines kleineren Glückes ein größeres Glück einstellt, dann entsagen die Weisen dem kleineren Glück zugunsten des größeren Glückes.